Sehr geehrte Damen und Herren, recht herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sprechen darf. Mein Name ist Erich Moser, ich bin Unternehmer aus Hinterbrühl, ich bin der Eigentümer und Betreiber des Hotelrestaurants Heldrichsmühle, eines Betriebes, eines Familienbetriebes mit ca. 30 Mitarbeitern. Heute bin ich da als Obmann der Wirtschaftsgruppe des Bezirks Mödling. Fangen wir im Wirtschaftsbund Niederösterreich an. Wie empfinden wir uns? Wir empfinden uns als wirtschaftlicher Impuls, wirtschaftspolitischer Impulsgeber innerhalb unserer Partei, unserer Mutterpartei. Nicht immer sind wir mit ihr auf unserer Linie, auf einer Linie. Für uns zählt also, dass es der Wirtschaft nützen soll. Wir versuchen uns natürlich an den Mitgliedern und den ständig sich ändernden Bedürfnissen zu orientieren. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Ganz ein wichtiger Punkt ist also, dass wir die dominierende Kraft in der gesetzlichen Interessensvertretung in der Wirtschaftskammer selber sind, wo wir mit Abstand die stärkste Fraktion darstellen. Und ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt für mich auch persönlich ist das große Netzwerk. Wir sehen uns also wirklich als Netzwerk, auch im Bezirk. Wir haben viele Bürgermeister, Ämter, Magistrate, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Und eines habe ich gelernt zu meiner Arbeit. Natürlich hat man oft, kennt man den oder kennt man den oder kennt man den, wenn man etwas durchsetzen will. Aber oft machen es viele kleine Nadelstiche aus, die eine Sache vorwärts treiben. Und in diesen Dienst der Sache stellen wir uns sehr, sehr gerne. Wie ich schon gesagt habe, zentrales Anliegen oder zentrales Projekt, das wir jetzt im Wirtschaftsbund versuchen durchzuführen und durchzusetzen, ist die Wirtschaftskammerwahl, die zwischen 28. Februar und 2. März stattfindet. Wie Sie sehen, 66.000 Wähler mit ca. 107.000 Wahlrechten, nur damit Sie eine Vorstellung von der Größenordnung bekommen. Leider eine sehr sperrige Materie, es ist nicht ganz einfach zu wählen, das möchte ich zum Schluss noch einmal kurz erläutern. Wozu Wirtschaftsbund? Das möchte ich eben in den nächsten 5 Minuten ein bisschen rüberbringen. Also wenn man zum Schluss die Frage beantworten kann, warum ist Wirtschaftsbund gut, dann ist für mich Mission accomplished, dann habe ich also meinen kleinen Zweck hier erfüllt. Wir sehen uns als Heimat der Selbstständigen, was aber nicht bedeutet, dass das ausschließlich ist. Wir haben in unseren Ortsgruppen sehr oft auch leitende Angestellte, einfach Leute, die wirtschaftspolitischen Sachverstand schätzen. Das ist für uns wichtig. Eine ganz wichtige Geschichte ist, dass wir sehr, sehr viele Mandatare und Funktionäre besetzen, die von uns entsendet werden. Das ist auf Gemeindeebene schon der Fall, wo viele Funktionäre von uns in den Gemeinderäten drinnen sitzen. Und das ist auch eine Strategie, die wir ganz massiv verfolgen, weil wir glauben, dass der unternehmerische Sachverstand in einer Gemeindestube nie fehlen darf. Das ist kein Muss, wir wollen jetzt nicht anfangen mit Bünden, 2 vom Bauernbund, 3 vom Wirtschaftsbund und so weiter, die Zeiten sind vorbei. Das soll also wirklich die Person im Vordergrund stehen, aber wir glauben, dass es ganz gut ist, wenn Wirtschaftsleute dran sind. Wenn ich von meiner eigenen Heimatgemeinde Hinterbrühl berichten darf, der Bürgermeister ist also ein Wirtschaftsbundbürgermeister und ich darf mit meiner Wenigkeit als Finanzreferent zur Verfügung stehen. Auf Landesebene verhält es sich ähnlich, also die Leute, die wirtschaftspolitisches Handeln im Land zu verantworten haben, das ist die Landesrätin Petra Bohuslav und die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich und also unsere Landesgruppenobfrau Sonja Zwarzl sind auch aus unseren Reihen und selbstverständlich lässt sich das auch auf Bundesebene weiterleiten oder runter weiterbrechen, da ist es der Wirtschaftsminister, da ist es der Klubobmann und so weiter und so fort. Das geht natürlich eine weite Schlange. Ich will mir einfach nur dokumentieren, dass wir auf diese Art und Weise natürlich in den verschiedenen Funktionen versuchen, unsere Leute unterzubringen zum Wohle der Wirtschaft. Selbstverständlich letzte Zeile hier, ohne Wirtschaftsfonds keine schlagkräftige Wirtschaftskammer. Ich glaube, dass wir die Garantie sind, dass die gesetzliche Standesvertretung, Interessensvertretung auch wirklich sinnvoll schlagkräftig bleibt. Nicht ganz zum Schluss, natürlich machen wir auch in der gesamten ÖVP durch unsere jetzt nicht allzu große Mitgliederstärke, weil Unternehmer gibt es nicht so viele, auf uns aufmerksam, deswegen ist es wichtig, dass wir dort geschlossen antreten. Wofür stehen wir? Für 75.000 niederösterreichische Klein- und Mittelbetriebe. Wichtig ist uns, dass die Regionen gestärkt werden und dass eine schlanke, bürgernahe Verwaltung auch einfach stattfindet. Sie haben das heute vielleicht im Standard wiedergelesen.
79 Verwaltungsbehörden erscheinen jetzt nicht als unbedingt notwendig. Sie werden jetzt sagen, die Geschichte kennen wir schon seit 30 Jahren, ich stimme Ihnen zu, das weiß ich. Aber das heißt nicht, dass wir es in die Schublade legen. Dass sie jetzt wieder hochgekommen ist, das ist ein wichtiger Punkt. Und es gibt etliche Länder, die uns das schon vorgeführt haben, dass man auf Verwaltungsebene eine wesentlich höhere Produktivität erreichen kann. Nicht nur zum Wohle der Wirtschaftsunternehmen, sondern auch zum Wohle des normalen Bürgers, der nämlich auch nicht mehr einsieht, warum es neun verschiedene Bauordnungen gibt, etc. etc. Das meine ich damit und das ist ein Ding, auf das wir uns auf jeden Fall draufsetzen. Ebenso die Senkung der Abgabenquote, wobei das in der jetzigen Situation natürlich ein bisschen eine schwierigere Geschichte ist, weil die Verwaltung der Krise jetzt einfach andere Dinge notwendig macht. Wofür steht der Wirtschaftsbund? Das eine orientiert sich jetzt mehr auf Inland, die zweite Folie geht mehr auf das Ausland. Wir wollen jetzt Ausland gesehen, EU-mäßig, eine leistungsfähige Infrastruktur haben. Jeder, der von Ihnen also vor kurzem wieder mal nach Prag gefahren ist, weiß, was ich meine. Es ist jetzt nicht wirklich alles sinnvoll angebunden, wie man diesen Zentralraum Ost-Mitteleuropa betreibt, dann glaube ich, haben wir da wirklich einiges verschlafen. Wir wollen, dass Wettbewerbsverzerrungen nach dem EU-Beitritt unserer Nachbarstaaten einfach beobachtet werden. Wichtig ist uns einfach gute Rahmenbedingungen für unsere Unternehmer. Unternehmen schließt unbedingt an den Punkt des Unternehmers an, der muss eine Chance sehen. Wenn er die nicht hat, dann wird er es nicht tun und das ist ein wichtiger Punkt. Was habe ich persönlich, also jetzt nicht nur als Unternehmer, sondern als Mensch vom Wirtschaftsbund? Wir versuchen einfach eine bestmögliche Vertretung in den verschiedenen Berufsgremien, die sie haben. Es soll einfach ein persönlicher Ansprechpartner wie die Wirtschaftsbundgruppe im Ort, der Obmann hier sein. Das sind die Leute, die, wenn sie hier ortsansässig sind, ihre Probleme auch am besten verstehen und die sollen das auch und werden das auch weitertragen. Wir haben einen sehr großen Servicebereich, einen Beratungs- und Schulungsbereich. Es gibt zahlreiche Broschüren, das werden Sie alles schon im Laufe der Zeit gesehen und gekannt haben. Was uns aber wirklich wichtig ist, ist auch die gesellschaftliche Kontaktpflege. Wir sehen uns nicht nur als wirtschaftspolitische Handelnde im Sinne von Max Weber, sondern wir wollen auch in den Gemeinden einfach unseren Beitrag dazu leisten, dass die Leute zusammenkommen. Da wird sehr, sehr viel transportiert drüber, nennen Sie den neuhochdeutschen Begriff des Networkings, aber das ist ein Punkt, wo wir uns auf jeden Fall auch draufsetzen und wo viele Gemeinden von den Aktivitäten des Wirtschaftsbundes leben. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Sie sehen hier ganz kurz unser Netzwerk, in der Mitte unsere Mitglieder, auf der rechten Seite rot, die verschiedenen Gremien der Wirtschaftskammer, Fachverbände, Fachgruppen, Bezirksvertrauensleute, die auf Bezirksebene arbeiten. Auf der linken Seite, blau, sehen Sie unsere 1500 Gemeinde, Bezirksfunktionäre. Wir haben über 500 Gemeindegruppen. Sie sehen unsere Abgeordneten. Sie sehen oben die Funktionäre, die wir die Selbstverwaltungskörper ins Hand haben. Also das ist an und für sich ein gutes Bild, um sozusagen unsere Verstrickung, unsere Vernetzung im positiven Sinne zu versinnbildlichen und zu zeigen, wozu so eine Organisation fähig sein kann und sich auch dementsprechend wandeln kann. Ganz kurz zum Schluss die Meilensteine der letzten Jahre, das lasse ich jetzt einfach so hier stehen, da hat es viele Dinge gegeben, wenn man unten anfängt bei der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Viele Dinge wurden auch nicht alleine erreicht, das nehmen wir auch nicht für uns in Anspruch, Größenwahn liegt uns fern, aber es wurde in Zusammenarbeit mit vielen anderen Parteien erreicht, es wurde im Laufe von Jahren, Jahrzehnten teilweise erreicht und das soll uns einfach Kraft geben und Mut geben, um auch für die nächste Zeit etwas bewirken zu können. Lassen Sie mich ganz zum Schluss, dann bin ich wirklich schon am Ende, noch einmal zur Wahl kommen. Die Wahl ist einfach für uns wichtig, aus dem Grunde, dass wir eine Legitimation in der Wirtschaftskammer bekommen. Wir haben zwei Ziele. Zum einen wollen wir möglichst viele Wähler haben für die Wirtschaftskammerwahl und zum zweiten soll natürlich der Wirtschaftsbund weiterhin die dominierende Kraft dabei sein. Das ist also unser vorrangiges Ziel, weil wir glauben, dass wir auf diese Art und Weise eine gute Unternehmerpolitik machen können.